Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Rennleiter Michael Masi hat beim großen Preis von Belgien wieder etwas eingeführt, was seit dem großen Preis von Malaysia 2010 nicht mehr zum Einsatz kam. Die Rede ist von der schwarz-weiß karierten Flagge. Gespräche gab es bereits mit den Teams. Sie wird beim unsportlichen Verhalten eines Fahrers angezeigt, quasi wie die gelbe Karte beim Fußball. In Spa hätte sie bei wiederholten Missachten der Track Limits in Kurve 4 angezeigt werden können, doch dazu kam es gar nicht, weil sich alle Fahrer an die Streckenbegrenzung hielten. Auch beim Moving Under Braking würde sie einem Fahrer angezeigt werden, was Magnussen in Ungarn mindestens einmal gemacht hat und auch Gasly in Belgien. Piloten wie Albon sind Befürworter dieser Wiedereinführung, denn laut seiner Meinung ist es besser, als eine Strafe auszusprechen. Weiterhin meint er, dass diese Flagge in Kanada wegen Vettel und Hamilton hätte gezeigt werden können. Stimmt ihr Albon zu? Stimmt oben rechts in der Infokarte ab oder schreibt einen Kommentar. Nico Hülkenberg hat, so wie es aussieht, nicht nur eine Cockpit-Option für 2020, sondern gleich zwei. Neben dem Cockpit von Grosjean bei Haas, wo er morgen unterschreiben könnte, soll auch Alfa Romeo eine Möglichkeit sein, wo er das Cockpit von Giovinazzi besetzen könnte. Nach seinem Last-Lap-Crash soll es wohl Stimmen geben, dass Ericsson nach dem Beenden der Indycar-Serie zeitgleich mit dem Singapore Grand Prix den Posten vom Italiener übernehmen könnte. Die Gerüchte stammen vom Twitter-Account Hotlap Mode und Auto, Motor und Sport bzw. Formel Schmidt. Aktuell wartet der Emmericher angeblich aber auf einen unwahrscheinlichen Wechsel zu Red Bull. Was soll er eurer Meinung nach machen? Schreibt es in die Kommentare oder stimmt oben rechts in der Infokarte ab. Laut Gerüchten aus Maranello soll Ferrari den 2020er Boliden wohl so bauen wollen wie die Red Bull-Philosophie, also mit einem höheren Anstellwinkel und einem kürzeren Radstand. Große Upgrades am Motor soll es wohl nicht geben. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich schließe mich der Aussage von Albon an, weil das eine gute Entscheidung ist. Ich wünsche Hülkenberg nur das Beste, wie viele meiner Zuschauer auch. Wenn Albon weitere solche Rennen fährt wie das in Belgien, wird Red Bull sich eher für den Teilbreten entscheiden. Hier weiß ich echt nicht, wo ich Nico eher sehen würde. Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Wenn das bei Ferrari wahr ist, könnten sie Red Bull auf den Kursen mit sehr schwierigen und langsamen Kurven wie die Löwskurve in Monaco herausfordern. Das wird sicher interessant. Kommen wir zum Community-Kommentar. Der ohne Namen hat folgenden Kommentar unter meinem Bottas Ocon-Video geschrieben. Ich finde, der Formel 1 fehlen noch zwei weitere Teams. Es gibt einfach so viele talentierte Fahrer, die durch die wenig verfügbaren Cockpits gar nicht erst die Chance haben, in die Formel 1 zu kommen oder zurückzukehren. Dann gäbe es auch mehr Spannung in den Rennen und Fahrer wie Pascal Wehrlein oder Felipe Nasr könnten wieder zurückkehren. Letzteren wünsche ich mir gerne in die Formel 1 zurück, da er eigentlich ein guter Fahrer war und Brasilien wieder einen eigenen Fahrer hätte. Und außerdem würden weniger Fahrer aus der Formel 1 fliegen, wie zum Beispiel Wehrlein oder auch möglicherweise Grosjean, wenn Hülkenberg das Cockpit bekommt. Denn ich würde Grosjean gerne weiter in der Formel 1 sehen, da er eine sehr nette Person ist und sich um die Sicherheit der Fahrer und das Racing kümmert. Ich denke, dass Grosjeans Tage in der Formel 1 gezählt sind, obwohl er sich um die Sicherheit kümmert, was ich echt toll finde, aber er ist ja nun mal auch nicht mehr der Jüngste. Nasr hatte ich zwar jetzt nicht auf dem Schirm, aber gut. Wehrlein wäre auch möglich, wenn er als Vollzeitfahrer zurückkehrt. Warten wir mal die nächsten Tage und Wochen ab, dann sehen wir das Fahrerfeld für 2020. Wenn ihr mich jetzt auch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann es mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.